Zur nächsten Band braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, denn die Kölner Gruppe BAP mit dem Sänger Wolfgang Niedecken ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands. Und wenn BAP eigentlich auch nie so recht zur neuen deutschen Welle gehörte, so fällt der Beginn ihres Erfolges doch mit dieser Musikrichtung zusammen. Ohne den kommerziellen Erfolg dieser Musik hätte wahrscheinlich keine Plattenfirma je einer Rockband, die dazu auch noch Kölsch singt, eine Chance gegeben. BAP kam also sozusagen im Sog der neuen deutschen Welle in die Hitparaden. Und im Gegensatz zu vielen anderen sind sie dort noch immer. Erleben Sie jetzt also die Gruppe in ihrem ersten Live-Konzert im Fernsehen. Tag zusammen! Schönen guten Abend! Frau, ich freue mich! Und Richtung Kalient, wo der komische da auftritt. Nicht mal nicht besonders drum, wenn dann die Barzereine aufhört. Warum nennt ihr dann den Sub? An den Fingern der Bar ist eine Schule aufgekollt. Und die Kassette von Springfield hat zum 10. Wohnerin gedeutet. Weil eine Automat romantisch ist, da blick ich noch nicht hin. Und der Mond und dein Eichel ist nur wirklich nicht der Bringer. Frau, ich freue mich und beschreibe dir dich. Jawohl, ich freue mich wirklich auf dich. Und löscht den Sand, ich will dir wie in den Wärmebädern, wie mit dir. Frau, ich freue mich und beschreibe dich.
für dich. Jawohl, ich freu mich für dich. Klar, ich freu mich tierisch auf dich. Oh, ich freu mich und beschreib dir dich. Jawohl, ich freu mich wirklich auf dich. Der vielen Fernsehzuschauer sage ich das nächste Stück auf Hochdeutsch an, weil der kölsche Titel viel zu schwierig ist. Nächstes Stück heißt Was ist? Ein bisschen Mingbut, Papier und Kuli in der Hand. Bemerkenswert hier Ussüd und es aha, sehr interessant. Du gehst am Müll, nicht zu verstellen, lieber Mann. Doch hey, ich entläufe, und du wirst wissen, was es ist. Oder? Was ist? Du messt ein paar Notizen, du findest mich Trevor her. Du hackst Brot und quetscht mich aus, vermutlich noch System. Du bist mal langsam irgendwie doch unangenehm. Jung, schnappe ins Luft. Lass dich ins Leben. Komm ins Hörchen, Jeffer mit mir. Und du wirst wissen, was es ist. Oder? Was ist? Dicke Presseausweis am Revier. Da, wo ihn jeder sieht. Weil mit dem Ding bist du wer, der so ziemlich jeder interessiert. Pass auf, dass du das Ding doch im Jahr des Willen nie verlierst. Förderer der Kultur, das hat sich ins Banane fallen und was dann auf den Quarzur. Du hast noch Wildtermine, Hügel, ja, die kenne ich auf die Tour. Auf die Tour messt du mich nur stur. Du merkst, wie es stinket, doch du merkst nicht, dass du das bist. Du freust mich all die Sachen, die du ähnlich ja nicht wissen willst. Ich antworte nur Schwachsinn und das passt dann prima in dein Bild. Oh, du schmerzt meine Nerven, Kerl. Und zwar ein bisschen will. Ey Mann, ich kann nicht mehr. Wir sind jetzt still. Du strapazierst mich und erträgst dich, wie du bist. Kümmer der Gefallen doch! Schiedsung. Und dir das Stichwort nur Chaot? Ja, du meinst wohl, dass ich lala war, wa?
du trittbrett Idiot. Von euch ist das Verständnis, klar. Du hast ja Angst, du kommst nicht zum Gut. Ne? Weißt du was? Es gibt so viel und Dinger dort. Das ist es. Tatsächlich läuft jetzt. Nur ihr kapiert nicht, was es ist. Oder? Was ist? Was ist? Dankeschön, wer haben wir es? Manchmal sitze ich hier und ich frage mich, warum es so kommen muss, wie es kommt, wie es jetzt ist. Und ich sag mal, dass es irgendwo wiegern muss. Ja, das. Noch hängt die Bilder an der Wand und mein mich regelrecht krank. Ich hab die Stimme noch im Ohr und ich frage mich nur, ob das alles nichts war in den letzten paar Jahren mit dir. Ich hör irgendwo fest und blieb so wie du warst. Ja, das. Ab und zu mag ich dann die Jode tun kann, wenn man Luftschlösser baut und ob so fällt man raus. Ja, nix mir plant, ob ja nix mir wart, nur so. Dann wird alles verdrängt, wird sonst nichts mehr entbringt, wird sonst himmelblau-grau wird und mal alles zu viel wird, will in jedem Gedanken ein Bild von dir steckt, jagt weg. Lieb da, wo du bist, halt dich irgendwo fest und blieb so. Schöne Trojot, am Ende ein bisschen zu groß. Tausend und ein nach und ohne und letzte Grad. Ne Film ohne Schluss, wo nix ist wie es muss. Ja, das. Denken sie ab und zu dran, an das was man noch hat. Was uns keiner mehr nimmt, wenn es wahr ist und stimmt. Das Stück ich von dir und das Stück nur von mir. Ja, das.
Band aus Brittenburg, das nicht Morgon, mit so einem Feuer steht und Heiligenschein, lange blonde Haar, der Kaffee ist mit nur Sandale dran, schweb auch nicht so, spreuz mir's ja nicht um wie Currywurst, ich sage, ey, wer bist du? Typisch, da du mich nicht kennst. Paar Tage später stand ich in der Kneipe, doch spür ich, er ist da. Ich hab mein allerletztes Bier bestellt, da seh ich in Inkognito, sing blonde Haar mit Henna Wut gefärbt, ne Schal von Alba Dach. Ich sage, wird hört so, vergesst das Bier. Du mir nen Apfelsaft. Der lacht und nicht mich, ja nicht eins, mich. Sag ich an, da steht der Müsli-Man. Hey, sag ich, die sind da der Müsli-Man stehen. Wie kannst du mit deinem Bier, wenn da der Müsli-Man steht, bist du nur blöd. Am nächsten Tag wurde besonders fies. Auf der Autobahn. Understatement, Damenparadies, im Portus Amsterdam. Stoppt der Bus mit unserer Anach drin. Gut für Wesseling. Und kompensiert das, was elektrisch ist. Und hört uns nur der Dekorine. Klar, wenn aber vor die Schellen. Logo, da war der Müsli-Man, die blöde Sauer wieder. Wenn der Applaus auftaucht. Wir waren tierisch sauer, ist doch klar. Jetzt haben wir uns getobt. Dann noch flexibel für unser Repertoire. Ob Skipper in die Probe. Der Major Benjo Axel Zylobon. Ich mit der Klarinett. Am Waschbrett Volli, schmal am Susabon. Statt Basel, Tuba jetzt. Nur der Wahnsinn am Mixer hinge, der war Fan. Klar. Ja, war der Fans hat Freihück, dank unsere Müsli-Man. Dann kurz vom Auftritt, nur ich in der Saal, wie ich dann immer tun. Für Lampen und Fieber schlägt man Herz im Hals. Oh, war der Publikum. Bei allen Dingen nur der erste Typ, wenn mich noch stark nervös. Der Häuptling mit dem Irokesenschnitt, der mich so hämisch grölt. Ich denk, ich spinne, ich bin krank. Da steht der Müsli-Man als Bank. Dankeschön. Wir haben uns gedacht, beziehungsweise auf Hochdeutsch, wir haben uns gedacht, dass wir nicht nur Stücke spielen sollten, hey, die unbedingt schon auf irgendwelchen Platten drauf sind von uns. Wir haben ganz lustig, eins zu spielen, was noch auf keiner Platte drauf ist. Was wir aber, muss ich direkt sagen, was wir auch noch nicht gut können, was wir noch nicht gut beherrschen. Wir spielen das jetzt in der Rohfassung, so wie wenn wir nächste Woche damit anfangen zu proben. So spielen wir das jetzt schon. Und zwar ist das Stück eins, wovon die erste Strophe eigentlich der Refrain für ein Stück werden sollte, indem wir wieder mal die Leute verarschen, die außer nach irgendwelchen Modewellen sich zu orientieren, nichts im Kopf haben. Aber, Moment. Aber irgendwie, ist es halt auch nicht mehr, immer nur die Lücke verarschen. Irgendwo können sie ihnen schon teilweise ganz schön leid tun. Und davon handelt das Stück. Das Stück ist Wellenreiter. Musik.
namens Wellenreiter, sag wie jedes dir. Höchstens ans zweiter oder dritter, aber meistens neben's Nummer vier. Läufst du pausenlos der Trends wie ne Komparse hingerher. Echt, da tät mich öden und zwar schwer. Wie Wetterfähnchen triste dich im Wind. Woher der grad weht, ist ihre Jahr, der Hauptsache sind es der neueste Wind. Von dir selbst, es kommt ja übrig. Nur ob das was angesagt, wärst du ab, als bräuchste ein Schublad. Was ist bloß passiert, dass du so mutlos bist? Dass die Power fort ist, dass du dich dermaßen selber aufgejoben hast. Ratlos rumläufst wie ein Schatten, der sich klein mäht wie ein Zwerg, der mir fürchtet wie ein Ors vom Birch. Hören's, Wellenreiter, ist nicht alles driss. Südverwahrt, so ist doch gündet Sinn, dass je nachdem noch jetzt ein Ende ist. Nur, wie du jetzt bist, passt du denn ganz prima ins Konzept, die dich so haben wollte, halt als Depp. Lambrusco ob der Plastik tötet, mit singen paar Klamotten steht in Duscho. Ja, der Jupp trägt grad sein Segel hoch und er nimmt dich mit, jedenfalls mit dort, und er verzählt sich froh. Am Programm steht Weltreis. Wie jeden Tag erzählt, was dem wo passiert ist. Kokosnuss und Bagger ist. Und wie über den Äquator balanciert ist. Und überhaupt die tausend Frauen, die ihr kannt. Und die Messerstecherei sich der du befällt, an seiner rechten Hand. Und jetzt in Kathmandu, wo mit zwei Jedis Skat geklappt. Da wird manche näher blass, von dem, weil unsere Jupp auch geistig alles droppet. Und dann die Wahnsinnsigals, Robinson, den Singer in der Welt, ja, und ob sie selbst gestellt, oh man, wer kann das schon? Jupp, erzählt vom Jautrausch, und wie ein Twist gedanzet, wenn er Cobra, von einem karierten Zebra, eine blonde Weh von Speaking namens Lola. Nur von Stalingrad erzählte nie, wo ist das Stalingrad? In welchem Land ist das? Stalingrad, packe die irgendwie.
aus dem Hintern und er verzählt sich froh. Dankeschön, aber Steenborg Cello, ey! Ich Spaß hatte, sehr ernst noch. Verdammt lang her, dass ich an jetzt geglaubt. Und dann der Schock, wie dann das auf mich zukam. Merkwürdig wo, so mancher Hass lang läuft. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt hab ich kapiert, wer alles, wenn dir jetzt klappt, hinter dir herrennt. Links Schulter klopp, wenn ich nicht auch hochbiert. Sie schon rot, so wie Dinge Freund nennen. Und ich darf's drauf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, dass ich fürst so jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung, ich nehme mich kund. Deswegen glatt aus Leibwand. Und überhaupt, weil ich so viel Gold. Der Kopf war nix, nur die beinstinktive Tricks. Und dort lang, bis du dich durchblickst. Das war die Flieg, wo ich noch nie ins Becher. Ich hab's in den Satz. Hey, was soll das sein, wenn das du schon im Kram hast? Doch zwischen ich nur relativ scharf was. Es war ja her, doch die Erinnerung fällt nicht schwer. Ob wir leben, tatsächlich jetzt genügt. Ob ich jetzt gestorben, wo ich in ihr wohnt hab. Ob mir mit Färb auf die Tour nicht verdrückt. Verdammt lange, dass ich für die Amrafer
dranbleibe, dass wir gesprochen haben. Und das von der Ede, auch jetzt beim anderen. Also, zu lang, dass ich mich kaum erinnere. Wegen dem Brisam, ihr klebt den Zell flüssig voll. Wegen Brief der Schlierer, wo absolut nichts anliegt. Wo ich zum Tischten mal den Nas, wo ihr voll habt. Trotzdem für alles eine Erklärung parat. Nur drei, vier Bier schon an dem Punkt vor, wo man nichts mehr mit. Da ich verdammt nochmal die Grübel zu bringen mit. Die drückt dich ab, die bringt dich runter, wie sonst wir jetzt. Die fuck dich ab bis zu dem Punkt, wo überhaupt nichts mehr klappt. Da denkst du nur noch um und zweifelst an dir und wirst dir alles, was der Finger ganz für. Bist du ja neidisch auf die Typen, die du sonst nur bedurst. Er spürt Durst. Die schöne Rosa Nardini und Felder sind und ich sind an und an die aber immerhin. So du nach dem Ball und Fassade, da stand sie halt drauf. Rund um die Bräute mit Frau und Pudel daheim. Mit Singer Einbock, Gusch, die Rustikal ist aber dennoch modern. Mit Singer im Rallye-Streifen, Opel geht nicht. Da steht Platz Mitte, Jahreskart vom FC. Der Obstschatz Bronzen, Bratsch, Mathe, Akkurate. Freizeit am Zivilteil. Der Nach für Nach bis zum Feuerabschluss im Selbstlenk. Der PC nach bin ich doch im Paradies, ich bin. Zwei Jahre im Mund war für den Männerkameradschaft gefällt. Der freut sich jetzt, als ob singt Zukunft als Rentner.
ob der was gut mit dir gestohlt hat, noch Bänder. Bis der Dealer vielleicht wie dir sein und sagt, ach nee, wie hätt. Wie der nehmen wird. Ne schöne Josa, noch nie, die unfehlbar sind. Von nichts in Ahnung, an die immer, immerhin. So, du, na, so, mal, und was alle noch stolzer Hand. Situationen, die nur erklärbar sind durch Hirnamputationen. Die haben sie noch und noch im Gleichschritt Richtung Schwachsinn geschickt. Ab! Ab! Oh, Leben Auer, 84 ist noch. Sind mittlerweile nur noch zwei Lämpchen, ja. Dort läufst du ähnlich ab, noch unauffällig schon. Viel raffinierte jemand. Der Dreck, der funktioniert ganz zügig und reibungslos. Etappenweise entmüllen die auch. Vamos, freiwillig in die Mahl und steck uns zum Verblödern die Wahl. Noch zu empfehlen, dem Janssen-Komplott. Schenk dir im Einzelnen noch eine aufblasbar Gott. Aus Vinyl, abwaschbar, exakte Maße, vom Raucher gerecht. Gefühlt sich! Ist schöne Rosa, noch nie die unfehlbar sind. Von nichts in Ahnung hatten die aber immerhin. So du und also mal etwas alle noch stand. Schön die Hose und Schein, Gang und Büschel an den Keyboards. Ne schön die Hose und Vorzeige-Hippie. Steve Bock, Bassgitarre. Ne schön die Hose hingen vom Mixer. Von unserem lieben Fans hingen am Mixer. Ne schön die Hose und Wally Böck am Schlagzeug. Schön die Hose zum Schmalbürger, Percussion. Und eine schöne Hose am lieben Major mit der Gitter. Hey, schöne Hose, tschüss zusammen. Gestaltungsvorschlag.
Sogar nicht nur Sachen vor der Dekomat, ich bin perplex. Das kleine Wappenbrot hat es selbstverständlich längst parat. Ich und die Wäsche durch die Knie, dann mutiert der Lavamat. Das hat die Welt verdörr, was hat er nicht gesendet, wird es schad. Ich also unwahrscheinlich wär mit dir in der Wassersalon. Ich also unwahrscheinlich wär mit dir in der Wassersalon. Und er ist nix verstanden. Ich wasch, ich wasch. In der Welt, in mir versteh ich, bin benutzt, wenn ich mal nur wieder trockner wie ihr jetzt. Die Mann wage, nehm ich um auf die Fühle, weiter krieg ich, wenn ich mit dir hier war, dann kannst du das Wenn das richtig gemacht ist, das, was wir machen, Hobby, von dem man leben kann. Das ist unheimlich schön, ne? Geht also richtig ab, kommt jetzt die große Kohle. Fangen wir doch auf. Ja, zunächst hoffen wir erstmal, dass überhaupt mal Kohle kommt. Ne? Denn bis jetzt haben wir ja noch nicht groß Kohle gesehen. Bis jetzt haben wir immer nur gearbeitet, um, mal ganz wissenschaftlich ausgedrückt, um unsere Produktionsmittel zu bezahlen, ne? So hat der LP soll eben auch mal so viel abwerfen, dass wir tatsächlich uns davon ernähren können. Ja, aber ich denke schon, dass man so ziemlich den Kontakt zu anderen Leuten verliert. Also ich habe das so gemerkt, dass wo das jetzt bei uns ziemlich losgegangen ist und wir unheimlich viel gespielt haben, unheimlich viel getan haben, da bist du halt nur noch, also Tage, die wir wirklich frei hatten, waren im Monat vielleicht, wenn es hochkam, 4. Und ja, hast du dann natürlich mit deiner Freundin verbracht. Meine ganzen Freunde, die ich irgendwann mal hatte, die treffe ich jetzt alles halbe Jahr mal, ne? Die rufen dann mal an. Und wenn ich dann mal Zeit hätte, dann kann ich denen nichts Genaues sagen. Und so geht das dann immer weiter auseinander. Das ist also so mehrere Sachen. So Sachen, die tiefer gehen zu anderen Leuten, ist eigentlich nicht mehr viel. Wenn du jetzt jeden fragst, wo bist du denn eigentlich versichert und wie stellst du denn eigentlich mal deine Rentenangelegenheit vor, dann wirst du hier überall nur ganz blöde Blicke ernten. Und Leute, die sich dann bemühen, das schnell wieder zu verdrängen. Du kannst einfach nur, verdrängen, weil du hast die Sicherheit nicht. Wir waren schon viel weiter als eine andere Band und haben das alles ohne Plattenfirma geschafft. Halt dadurch, dass wir alle unheimlich viel gearbeitet haben. Ne? Wie Hans eben sagte, so diese ganze Bürokram, da haben wir uns ja selbst gemanagt, wir haben eigentlich alles selber gemacht. Und dadurch waren wir schon viel weiter als andere Bands. Und jetzt ist die große Plattenfirma gekommen und wollte uns haben. Wir wollten die nicht unbedingt haben. Und das ist eine ganz andere Ausgangsbasis. Und wir konnten denen von Anfang an sagen... Das heißt, wir haben uns eine große gesucht. Also die große, die sind nicht zu uns gekommen und haben gesagt, kommt doch bitte weg von der Kleinen. Sondern wir haben eine große gesucht, weil es einfach für uns bei der Kleinen nicht mehr weiterging. Das war einfach für uns eine zu kriegen. Ne? Es war einfach für uns eine zu kriegen und auch unsere Bedürfnisse, die wir dann noch hatten, auch irgendwie denen klar zu machen. Wir waren also in einer Position, wo wir sagen konnten, wenn wir bei euch sind, dann wollen wir das weiterhin alleine produzieren. Wir wollen uns alles selber aussuchen und wollen halt das machen, was wir wollen.
und Blech, Lambrusco. Ob der Plastik düht, mit singebar Klamotten, steht die Dusche. Ja, der Jupp trägt grad Zingsee, oh. Und er nimmt dich mit, jedenfalls meint er mit, und er verzählt sich froh. Am Programm spielt Weltreis, die jeden Tag erzählt, was ihm wo passiert ist. Kokosnuss und Baggeis, und wie über den Äquator balanciert ist. Und überhaupt die Dosen Frauen, die ihr kann. Und die Messerstecherei sieht der, der Dumme fällt, an seiner rechten Hand. Und jetzt in Kathmandu, wo mit zwei Jedis Skat gekloppt. Da wird manche näher blass, von dem, was unsere Jupp auch geistig alles droppet. Und an die Wahnsinns-Zigals Robinson in seiner eigenen Welt, ganz auf sich selbst gestellt, oh man, wer kann das schon? Jupp erzählt vom Goldrausch und wie ein Twist gedanzt mit einer Cobra. Von einem karierten Zebra, einer blonde Fee aus Peking namens Lola. Nur von Stalingrad erzählt er nicht, wo litt der Stalingrad, in welchem Landestag Stalingrad backen ihn irgendwie. Welche Wünsche oder welche Träume hast du so für die nächste Zeit? Oder für sie nennt sich BAP, besteht aus 7 Kölner Jungs, die am liebsten in kleineren Hallen auftreten und deren Konzerte fast ohne Werbung ausverkauft sind. Das Geheimnis ihres Erfolges, soweit man das überhaupt wissen kann, ist vermutlich, dass sie nicht nur im Glitzerdress herumspringen und da-da-da singen, sondern originelle, ja politische Texte produzieren und auch noch die Unverfrorenheit haben, nur kölschen Dialekt von sich zu geben. Die meisten BAP-Anhänger sind zwischen 15 und 25. Für ihre Konzertkarte haben sie, auch hier bei ihrem deutschen 83er Erstauftritt in der Pfalz, 13 Mark bezahlt. Wenig im Vergleich mit anderen Rockstars. Das Motto der BAP-Tournee heißt, wie ihre letzte Platte, von innen nach außen, beziehungsweise auf gut Kölsch, von drinnen Nordrusse. Und einfach nicht viel von dem zurückhalten, möglichst wenig von dem zurückhalten, was aus uns raus muss. Kommt denn auch wieder was zurück? Es kommt viel zurück, das musst du dir angucken, Herr Dams. Hey, lasst uns musizieren! Konzert beginnen. Der Funke springt sofort. Die Musik und die sehr persönlichen Texte von Wolfgang Niedecken treffen das Lebensgefühl des Publikums. Überraschenderweise gibt es da eine Menge religiöser Zwischentöne. Die Eingangsnummer ist ein heutiger Psalm, natürlich auch auf Kölsch. Einfach so wie es kommt, fing ich an. Nicht bei Ara und nicht bei Unendlich. Trotzdem jeder und jedes kommt an. Für all das oder Wunden. Für all das, was mich immer schon quält. Für all das, was sich wohl niemals ändert. Klar und auch für das, was mir gefällt. Also ich sing Kölsch, weil ich in Kölsch denke.
Und ich habe auch keine Lust, um irgendwelche Umwege mir meine Themen zu bearbeiten, jetzt also von Kölsch nach Hochdeutsch zu denken, von Hochdeutsch nach Englisch und dann auf Englisch zu singen und den großen Rockmeister rauszutun. Ich denke, mir ist einfach besser, wenn man in der Sprache auch singt, in der man denkt. Wenn man ein bisschen aufmerksam mithört, kommt man, glaube ich, mit. Man kann sich Zusammenhänge, kann man sich erklären und so. Es geht also ziemlich gut. Ich könnte mir vorstellen, dass 80% die Texte hier also verstehen, sowieso nicht. Aber dass man vorher eben die Platte kauft und die Übersetzung steht da dabei. Bap macht für mich Musik, bei der ich also zumindest zum größten Teil mitsingen kann. Die Texte meines Empfindens nach ausdrücken, was ich empfinde, was ich so vielleicht nicht sagen würde. Dieser Song heißt 10. Juni. Als Erinnerung an die Bonner Friedensdemonstration des letzten Sommers ist er dabei, zum Leitmotiv für die Friedensbewegung zu werden. Den politischen Standpunkt der Gruppe macht er klar. Aber bei Wahlkampfveranstaltungen zu spielen, das lehnt Bab ab. Probiert das alles wie Dreck schmeckt. Es ist nicht so weg, doch zig, einiger zig, wenigstens dafür darf ich immer mehr. Plan uns bloß nicht welchen. Zig nicht, doch schau dann erst mal an, man nicht mal auf falsche Dampfer sind. Wir haben die Rolle, nichts am Hohl. Wenn sie sich so sehr mit uns identifizieren, dann ist das also nicht unser Ziel gewesen. Das ergibt sich irgendwie und wir weisen aber auch möglichst oft darauf hin, dass wir selber auch keine Lösungen für die angesprochenen Probleme haben, außer dieser Aufforderung, dass die Leute möglichst selbst denken sollen. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was BAP heißt. Nein, es heißt nicht BAP, das könnte ja alles Mögliche bedeuten, wie Bund für akustische Penetranz oder sowas. Nein, BAP ist Kölsch und heißt einfach Papa. BAP auf Hochdeutsch Vater, ein Phänomen, entstiegen aus den Kneipen der Kölner Südstadt und heute eine Kultgruppe. Sie haben es geschafft, sie mobilisieren Tausende von Jugendlichen mit ihrem Rock und vor allem mit ihren kölschen Texten, die der Sänger und Chef Wolfgang Niedecken schreibt, auf die Musik von Major, dem Leadgitarristen Klaus Häuser. Mit dem, was Sie an ganz persönlichen Erfahrungen in Ihren Liedern ausdrücken, ohne Handlungsanleitung, wie Sie betonen, sprechen Sie Ihrem Publikum aus der Seele und produzieren inzwischen goldene Schallplatten. Sie haben andere Fans, aber nicht weniger treue, die, wie hier in Pforzheim, seit 5 Uhr vor dem Eingang warten. Ich finde die Uhr halt mich gut so, aber wir haben alle noch keine Karte, so. Wir sind 12 Leute aus Heilbronn und... Wie viel Kilometer seid ihr hingefahren? Ja, das sind so 50, 60 so und wir sind schwer dabei. Keine Karten? So. Nee, aber wir wollen so eventuell mit Sturm und so, ne? Vielleicht geht's noch. Wer ist denn der Durchblick? Der ist doch kein Fan von Bab. Aber was bringen die Texte? Was bringen die eigentlich? Man singt sie, aber die helfen doch überhaupt nichts eigentlich. Dieses Stück handelt von unserer Angst vor Sachen, die heute ablaufen, von dieser Angst, wenn die mich beschleicht, wenn ich irgendwo an den Wänden gesprüht sehe, Türken raus oder ähnliche Schwachsinn. Oder eine Sache, die ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, dass mittlerweile in unseren Zeitungen so die Massaker, die überall in der Welt passieren, von El Salvador bis Beirut, so auf die dritte, vierte Seite unter ferner Liefen abgerutscht sind. Hä? So, und so diese ganze Angst vor diesem internationalen Spießertum und von dieser immer weniger werdenden, jedenfalls haben wir den Eindruck, dass diese Zivilcourage immer weniger wird, von dieser Angst, davon handelt das Stück und nicht von 40, 50 Jahren oder so. Die deutsche Vergangenheit, die wir hier zu bewältigen hätten, die kriegen wir sowieso nicht bewältigt. Insofern passen wir besser auf die Zukunft auf. Schön ist es da. Sich Irrchen, den mich verirrt. Der Geräusch steht ins Laut, manchmal klirrt es vertraut. Selten so, dass man direkt durchschaut.
Er wird wach, rief die Ohren und sieht einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Kein Mensch, der im Sirene jetzt, weil es war nur halb so viel Koss, et ruhig noch Kristall. In der Ruhe, beim Sturm war die Stadt ganz klar heimlich, verlöse die Stadt. Konration, inkognito hastend vorbei, offiziell sind die Nietzschen dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit, Heil Alani und grenzenlos geil, Nord vor Geld und Brot zittert für Neid in der Kristallnacht. Alles war anders entstört, die mit dem Strom schwimmen, mit sich geirrt. Für die Schwulen, Verbrecher sind Ausländer, Aussatz im Hochgewehr, das er verwirrt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zau kümmert sich dort um. Der bis höchstens ein Zettel noch stieg. Fließt ne Blinde, ne Taube, Schnubbelbläser für Hinterdreifach variierter Tür. Und der Wächter, dem Schlüsselbund helft, sich im Ernst für Jeff wie ein Genie, weil er Auswege pulverisiert und verkauft je im Klaustrophobie. Halten Sie die Gruppe für ja, positiv aufbauend? Ja, finde ich schon, weil sie versucht durch ihre Texte nicht nur negative Dinge zu beschreiben, sondern auch eine emotionale Kraft gibt und ich finde das für den politischen Kampf sehr wichtig. Was ist dein Lieblingslied vom Band? 10. Juni geht voll ab. Und was verstehst du jetzt unter dem Lied? Ist es für dich aufbauen oder Kritik oder wie siehst du das Lied? Ja, also ich würde schon eher Kritik sagen und also... Ich würde sagen, die sind nicht damit einverstanden, wie das so läuft hier und das wollen sie in dem Lied ausdrücken. Das sind auf jeden Fall keine Handlungsanleitungen oder sowas, keine Rezepte drin. Das sind einfach nur Sachen, die selbst erlebt sind, die raus müssen irgendwie. Es ist also nichts, wo man sich überlegt hat, nach so einer Abhackliste, es müsste mal ein Stück zum Thema Jugendarbeitslosigkeit oder es müsste mal ein Thema so und so behandelt werden oder so. Solche Stücke würden uns, glaube ich, sofort in die Hose gehen, weil die nämlich nicht mehr authentisch werden. Wir leben, glaube ich, sehr von der Authentizität. Wo auf der anderen Rheinseite in Bonn der NATO-Gipfel unter Leitung von Ronald Reagan zugegangen war. Und auf der anderen Rheinseite, wo wir waren, da waren außer uns noch irgendwo zwischen 300.000 und 400.000 Leute, von denen, die sich nicht mehr in den Schwachsinn einplanen lassen wollten. Hey, da war am 10. Juni! Scheuklappen blieb, wie das Schlachtbäuser sind.
Die muntert unheimlich auf, ja? Dass man nicht aufgeben soll und so. Hast du das Gefühl, also nicht aufgeben? Ja. Ich möchte nur dazu sagen, dass es auch wahnsinnig aufbaut, die Stimmung unter den Leuten, dass sie sich hier eher aneinander hochziehen, während sie draußen in der Realität eher an Drogen und an Alkohol und ähnliche Sachen langsam aber sicher kaputt gehen. Und aber, dass es auf der einen Seite vielleicht ein großes Problem ist, dass hier die Leute zusammen sind, hier rausgehen und dieselbe Scheiße draußen wieder tagtäglich vor sich geht, ohne dass sich groß was ändert. Also ich finde, die sind auf jeden Fall aus dem Leben. Das sind Sachen, die man tagtäglich durchlebt, die man oft nicht so ausdrücken kann, wie man es gern möchte. Und also echt spitze. Sowas habe ich noch nicht erlebt so gut. Und ich muss sagen, das sind Kumpels, also denen ist das überhaupt nicht zu Kopf gestiegen. Das sind ganz normale Leute, mit denen man ganz normal schwätzen kann. Hoffentlich bleiben sie so. Also was mich an Bab arg fasziniert hat, das war, als ich gehört habe, wie der Sänger sagte, sie sprechen auf die Probleme an, aber sie selber haben keine Alternativvorschläge. Ich meine, die meisten Gruppen, die stellen sich hin und singen ein Lied gegen den größten Mist der Welt, genau. Und versuchen dann Meinungsmacher zu machen. Das ist bei Bab eben nicht. Bab versucht, die Leute anzuregen, zu denken und nicht den Leuten etwas, was gedacht ist, in den Kopf zu stopfen. Ich weiß noch, wie du an diesem Kind aussahst. Du hast erst von mir auf vollen Träumen mal los. Es sind bestimmt zwei oder drei, wo irgendwas davon hängen, wo sich damit angesprochen fühlt und wo es dann vielleicht auch was gebracht hat. Aber ich glaube, die Mehrheit, die klatscht wirklich bloß mit und grölt bloß mit. Würdest du da auch eine Gefahr für die Gruppe sehen, dass die irgendwie einen Abstand verlieren oder so? Vielleicht, ja. Unter Umständen schon. Und wie siehst du das? Ich habe das Konzert ganz gut gefunden, aber ich habe auch irgendwo, ich sehe die Gefahr drin, dass die Texte, was ich schreibe, irgendwo ganz gut sind, aber dass sie das mit der Zeit gar nicht mehr dahinter stehen. Sondern dass es halt einfach geschrieben wird, weil es ankommt. Das ist immer viel zu ehrgeizig für, dass wir uns so hängen lassen. Ja. Wir machen dann die Sachen, die wir selber nicht total gut finden. Und die Diskussion, die wir immer miteinander führen, müssen wir überhaupt was machen. Das ist ein so zähflüssiger Prozess und er wird auch eher immer zähflüssiger, als dass er einfacher wird. Deswegen glaube ich nicht, dass die Gefahr überhaupt mal besteht. Und wir wissen auch, dass die Leute sehr kritisch uns gegenüber sind und denen werden wir auch sehr kritisch uns gegenüber.
und in die Gesichter auch noch siehst, wenn du nicht nur von hinten siehst, die Gesichter der Leute, die reagieren ja an bestimmten Stellen, da passieren Sachen im Publikum, was du von hinten an Hinterköpfen nicht unbedingt siehst. Da siehst du nur, ob sie mitklatschen, ob sie springen oder tanzen oder was der Teufel ist. Ist schon ein gutes Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Man darf das nie vergessen, dass wirklich da sich für uns optisch auch einiges abspielt. Echt interessant, ne? So eine neue Aufmerksamkeit wieder zu erleben vom Publikum. Wenn man also jetzt wirklich da die Sachen klar machen muss. Neu klar machen muss für Leute. Ne? Wenn Brücke zur Bank spaßt und jede Nacht voll Borisch, wie das ihr Verstand hasst, total von Borisch. Borisch, das Schlimmste war, als mir, wie du mich endlich registriert, entsetzlich klar wurde, dass es jetzt oder nie mit uns zwei passiert. Mensch, war ich nervös, als ich dir alles gesagt, hecklich und trotzdem erlös, weil du mich den Dreck ausgelacht. Und ich spür mich, interessiert es für all den Stuss, der aus mir kommt, für all den Lärm, der ich gebracht hab, weil die Chance jetzt plötzlich kommt. Du kannst zaubern, wie die Mann die Karte lädt. Irgendwie zu jetzt muss es sein. Jeder andere gesagt, es ist so spät. Der Typ ist fähig, der Typ, der kriegst du wirklich nie mehr hin.